Dieser kleine Junge hier hat einfach ein neugeborenes Baby in einem Sandstrand eingebuddelt fortgefunden. Ja, ihr habt richtig gehört, das Ganze ist wirklich unglaublich krass. Lasst gerne einen Daumen nach oben da für diese krasse Geschichte. Ansonsten liked das Video, wie gesagt, und abonniert meinen Kanal, würde mich sehr freuen. Der kleine Junge hier hinter mir heißt einfach Connor. Er ist 11 Jahre alt und war mit seiner kleinen Schwester an einem Strand ein bisschen spielen. Seine Eltern und die beiden sind eben zu einem Strand gefahren, da es eben ein Sonntag war und sonntags bei dieser Familie ein Familientag war. Jedenfalls sind die beiden dort angekommen und haben sofort angefangen, eine Sandburg zu bauen. Dazu hat er mit seiner Schwester einfach eine Schaufel gehabt, um erstmal ein richtig großes Loch zu buddeln, damit man eben Sand hat, und sie wollten unbedingt in diesem Loch eine Sandburg bauen. Nachdem die beiden wirklich schon seit 10 bis 15 Minuten gebuddelt haben, ist dem kleinen Jungen etwas richtig Komisches aufgefallen. Und zwar, als er gebuddelt hat mit seiner Plastikschaufel, ist sie einfach kaputt gegangen, weil er auf etwas ziemlich Hartes im Sand gestoßen ist. Seine beiden Elternteile waren gerade weg, denn sie wollten Essen für die ganze Familie besorgen, also hat der Junge einfach selber nachgeschaut, was da unten vergraben war. Als er dann weiter gegraben hat, ist ihm aufgefallen, dass dieser Gegenstand in einer Plastiktüte umhüllt war. Er hat natürlich sofort die Plastiktüte aus diesem Sand zusammen mit seiner kleinen Schwester rausgezogen, und das war schon wirklich sehr, sehr mühevoll. Er hatte zuerst überhaupt gar keine Ahnung, was in dieser Plastiktüte sein kann, denn er wusste eben nicht, was ihn da jetzt erwartet an einem Strand. Er dachte, es handelte sich eventuell um Müll und hat deswegen einfach ganz langsam und vorsichtig diese Plastiktüte aufgemacht, um zu schauen, was sich darin befindet. Nachdem er die Plastiktüte einfach rausgezogen hat und den Inhalt gesehen hat, ist ihm wirklich sein Herz in die Hose gerutscht, denn das hat ihn wirklich und seine kleine Schwester schockiert. Denn in diesem Plastiktüte war einfach ein neugeborenes Baby in einer Box drinne. Er hat die Box natürlich sofort aufgemacht, um das neugeborene Baby zu retten, und Gott sei Dank konnte der kleine Elfjährige einfach eine Mund-zu-Mund-Beatmung, weil sie das Ganze in der Schule gerade gelernt haben. Nachdem er angefangen hat mit der Mund-zu-Mund-Beatmung, hat er zu seiner Schwester gesagt, dass sie sofort losrennen soll, um seine Eltern zu holen. Als das kleine Mädchen losgerannt ist, ist wiederum eine andere Frau schreiend durch den Strand geschrien und hat eben den kleinen Jungen gesehen, wie er die Mund-zu-Mund-Beatmung macht. Tatsächlich war das einfach die Mutter von dem neugeborenen Baby, und sie hat natürlich sofort Hilfe gerufen. Er hat dann weiterhin die Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht, damit das kleine neugeborene Baby ihm überlebt, und als die Rettungskräfte angekommen sind, konnten sie das Leben von dem kleinen Baby retten. Doch jetzt wird's wirklich krass. Sie haben gesagt, dass sie das Leben nur retten konnten, weil er diese Mund-zu-Mund-Beatmung gemacht hat, und er hat einfach einen Award, praktisch eine kleine Geste bekommen von dem Staat Kalifornien für seine unglaubliche Heldentat. Mehrere Rapper und sogar einfach Schauspieler, die zum Beispiel Batman oder Superman spielen, haben ihn einfach per Instagram gratuliert und hat eben gesagt, dass sie das richtig gut finden, dass er so ein Held war und diesem kleinen Baby eben geholfen hat. Das war eine wirklich unglaubliche Geschichte, bekommt schon die Gänsehaut. Ansonsten sehen wir uns morgen im nächsten Video. Haut rein, bis dahin und ciao.